Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu diesem Video. Valve hat ganz unerwartet ein neues Steam Deck angekündigt. Eine zweite Revision könnte man fast sagen. Steam Deck OLED wird das heißen. Zusätzlich wird auch das alte Steam Deck noch weiter im Shop bleiben, aber es wird einen Tag nach der PlayStation Portal, bevor ich den Namen wieder falsch sage und in den Kommentaren gelyncht werde, ein Tag nach der Veröffentlichung von PlayStation Portal kommt Steam Deck OLED daher. Mit einem neuen Bildschirm, mit einer neuen Architektur, anstatt 7 Nanometer jetzt 6 Nanometer. Mit einem anderen Bildschirmpanel, mehr Zoll und das finde ich extrem krass. Das kam aus dem Nichts. Niemand wusste was davon. Das Ganze könnt ihr ab dem 16. November, das ist für euch in 5 Tagen, auf Steam bestellen, vorbestellen. Die haben nichts zur Lieferzeit gesagt. Ich denke mal, das wird einfach sofort lieferbar sein. Und dann könnt ihr euch ein neues Steam Deck holen. Ich habe ja schon ein Video gemacht zum alten Steam Deck und war da schon voll des Lobes und habe eigentlich nur gute Worte darüber verloren. Es gab ein, zwei Sachen, die ich bemängelt hatte. Das war einmal der Bildschirm, der jetzt besser wird. Da werde ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Und einmal die Akkukapazität, worauf auch eingegangen wurde, weil mit dieser 7 bzw. jetzt 6 Nanometer Technologie hat man einen geringeren Stromverbrauch und Valve gibt an, dass wenn man das Steam Deck runterschraubt auf 30 Frames pro Sekunde, man bis zu 40% mehr Akkulaufzeit und das finde ich richtig, richtig gut. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal den Bildschirm an. Ich finde, hier gerade an den Seiten sieht man extrem, dass das Steam Deck, auch wenn es nur 0,4 Zoll sind, aber das ist genau die Änderung, die gefehlt hatte. Schaut euch das mal an. Ich mache euch das mal ein bisschen groß und direkt daneben. Ich finde, genau das ist das, was so ein bisschen gefehlt hat, wenn ihr mich fragt. Schaut mal die Display-Ränder. Im Gegensatz zu dem neuen. Gerade oben und unten, links und rechts jeweils. Ich fand es vorher wirklich viel zu dick. Und jetzt bin ich sehr zufrieden damit, so wie die Bildschirmränder sind. Also das ist schon mal eine sehr gute Änderung. Zusätzlich natürlich OLED, 90 Hertz und es wird heller. Das heißt, man könnte eventuell sogar draußen, wahrscheinlich nicht mit Sonneneinstrahlung, aber vielleicht im Schatten damit spielen. Das ist mit dem aktuellen Steam Deck LCD quasi nicht möglich. Ich war ein paar Mal schon draußen damit, auch am Strand und am Wasser und sowas. Und ich musste mir immer ein Tarntuch über den Kopf machen, um überhaupt irgendwas zu sehen. Das war nicht möglich, soll aber wohl jetzt mit dem OLED-Bildschirm möglich sein. An sich sonst hat sich vom Aussehen und Aufbau und so nichts verändert. Es sieht genauso aus wie vorher. Preise ist nochmal ganz interessant, weil das LCD wird günstiger. Das LCD Steam Deck, also das, was ich hier jetzt habe, wird günstiger. Wenn ihr da zuschlagen wollt, auf jeden Fall machen. Und das neue Steam Deck OLED wird bei 500, ich glaube in Deutschland sind es 559, da können wir aber gleich nochmal reingucken, starten. Und die Kennzahlen, die wichtig sind, ist natürlich der Bildschirm, 0,4 Zoll größer, 6 Nanometer anstatt 7 Nanometer, neues WLAN. Das Steam Deck hatte auch ein bisschen Probleme im WLAN, aber jetzt auch nicht so interessant. Akku wird größer, finde ich auch extrem krass, also nicht nur, dass der weniger Strom verbrauchen wird, sondern auch der Akku wird größer. Und wie schon gesagt, der Bildschirm wird natürlich ein HDR OLED sein. An der Pixeldichte hat sich nichts geändert, aber ansonsten bleibt alles gleich. Finde ich sehr, sehr cool. Vor allen Dingen mit dem Legion, mit dem ROG Ally, mit dieser ganzen großen Konkurrenz, die jetzt so dahergekommen ist, die zwar ein bisschen teurer war, aber von den reinen Hardware-Specs schon sehr viel besser war, ist das eine richtig gute Verbesserung, genau das, was ich mir auch erhofft hatte. Ein bisschen mehr Akku, ein bisschen größeren Panel mit OLED, ein bisschen mehr Geschwindigkeit bzw. neue Nanometer-Technologie. Also für mich eine sehr, sehr gute und richtige Weiterentwicklung. Meiner Meinung nach solltet ihr auf jeden Fall das günstigste OLED-Modell holen. 1 TB lohnt sich gar nicht, weil ihr einfach eine SD-Karte unten reinstecken könnt. Die gibt es ganz oft, auch jetzt demnächst am Black Friday, ganz günstig. Da könnt ihr einfach nochmal 500 GB reinstecken. Oder ich meine, es geht sogar bis zum 1 TB. Und das geht ist viel günstiger, als sich extra das größere Modell zu holen. SD-Karte ist sowieso Pflicht, auch wenn ihr 1 TB habt, die Spiele werden immer größer. Ich sag nur, Diablo hat irgendwie mittlerweile über 100 GB an Daten. Und da reichen euch 512 GB auf gar keinen Fall. Das gleiche gilt auch für den LCD, für die LCD-Variante. Holt euch da einfach eine SD-Karte, 512 GB oder 1 TB,
und dann habt ihr da erstmal Ruhe. Ich bin jetzt mal in der Steam-App und dort könnt ihr euch das Ganze auch schon anschauen. Und hier sind auch die deutschen Preise, 569 sind es sogar in Europa, in Deutschland. Und das Ganze könnt ihr vorbestellen am 16. November um 19 Uhr. Es gibt auch eine Limited Edition, leider nicht in Europa, nur in den Vereinigten Staaten und Kanada. Die hätte ich vielleicht sogar genommen, einfach weil es mal was Besonderes ist. Ich bin ein richtiger Fan vom Steam Deck, ist für mich nach der Switch die beste Konsole, die jemals rausgekommen ist. Sage ich ganz ehrlich, ich finde das Steam Deck, wenn ich wählen müsste, auch besser als zum Beispiel eine PlayStation 5. Obwohl ich mehr mit der PlayStation 5 spiele als mit dem Steam Deck. Aber rein von der Konsolen, was die Konsole einem bietet, mit der Docking Station, mit den ganzen Emulatoren, mit allem drum und dran, schaut euch da gerne nochmal mein Video an, was ich dazu gemacht habe. Finde ich, ist Steam Deck eine der besten Konsolen. Wenn ihr also ein schönes Weihnachtsgeschenk haben wollt für euren Freund oder für eure Freundin oder für Bruder, Schwester, dann greift entweder zur neuen OLED, wenn ihr die Kohle habt, oder halt zum LCD, günstiger. Gab es das nie. Ab und zu macht Valve auch Rabattaktionen. Es gibt auch ein Refurbish-Angebot. Und ich sehe hier gerade Preissenkung. Gerade der 64 GB für 370 drin. Also günstiger kommt ihr da nicht mehr ran. Fast so viel wie eine Switch OLED. Und wie gesagt, packt da einfach eine 1 TB SD-Karte rein. Und ihr seid good to go und habt für 370 Euro ein ganz komplett neues Steam Deck LCD. Ist auch immer noch gut. Oder ihr investiert 200 Euro mehr. Und holt euch die OLED. Ich kann es wärmstens empfehlen. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in den Kommentaren. Es kam aus dem Nix. Ich habe richtig Bock. Ich werde es auch kaufen und dann mit euch zusammen auspacken und die ersten Schritte mit euch zusammen machen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow auf den Kanal lassen. Ich würde mich sehr über ein Follow freuen, über ein Like freuen und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.